Wie entstehen die Songs? Also normalerweise ist es so, dass Klaus sich zu Hause Gedanken macht, ein Demo mitbringt. Dann kommt das zu uns im Proberaum, wir jammen darüber, wir spielen damit rum. Thomas schreibt Texte dazu, ja. Und dann entwickelt sich das. Und irgendwas kommt dann dabei raus, was meistens nach uns klingt. Ja, warum 57? 57, die Idee habe ich bekommen durch Alben von Adele, die heißen 19 und 21. Hab aus Blödsinn überlegt, wie würde denn dann unsere Platte heißen, bin auf 57 gekommen, weil ich 57 Jahre alt bin. Dann ist mir noch eingefallen, dass ich 1957 geboren wurde. Hab das den Jungs vorgeschlagen, die fanden die Idee total super. Und als dann das passierte, wir haben im Studio ein ganz altes Case gefunden, was ich ungefähr 25 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und das war erst noch aus meiner Babzeit. Und das hatte dann auch noch die Nummer 57. Und dann haben wir gedacht, das ist ein Wink des Schicksals. Eine unserer Stärken ist unbedingt, dass wir eigentlich aus verschiedenen Richtungen kommen. Und was da zusammenwächst, ist letztlich der Stil der Band. Ja, unterschiedliche Songs. Wir haben eine ganze Menge unterschiedlicher Songs auf dem Album. Und ich glaube, Klaus ist immer sehr wichtig, viele verschiedene Stile abzudecken. Trotzdem klingt es natürlich am Ende nach uns, weil wir es ja alle selber spielen. Weil wir die fünf sind, die es umsetzen, klar. Und das kennt ihr ja auch von unseren Live-Konzerten. Ich meine, jeder, der schon mal da war, weiß, dass wir ein relativ abwechslungsreiches Programm haben und das wollen wir auch beibehalten und wenn es geht sogar noch weiter ausführen. Heißt 57, genau wie das Album. Und ich denke mal, wir freuen uns alle super drauf. Wir haben jetzt auch schon geprobt. Jetzt können wir endlich machen, wo es über Lust. Da müssen wir nur so aufpassen, dass alles stimmt. Das ist richtig. Aus dem Bauch raus. Genau. Ja, wir sind total froh, dass wir die CD jetzt endlich fertig haben. Das war ein hartes Stück Arbeit. Also wir waren bestimmt 3 Monate jetzt allein im Studio damit beschäftigt. Und jetzt als Belohnung freuen wir uns darauf, dass wir endlich diesen neuen Stücken auf Tournee gehen können. Die Tournee dauert dann bis ungefähr nächsten Sommer. Und dass es zufällig 57 Konzerte geworden sind, glaubt uns keiner. Das ist wirklich so.